So. Also jetzt nicht unbedingt für Tirik und Gerugon nur. Wobei Tirik auch gar kein wichtiger Tank ist. Aber die tragen halt beide Rüstungen, also leicht und schwer. Nicht unbedingt für die beiden, sondern allgemein. Sowas wie Handschuhe und Diademe und was es da so alles gibt. Ja, Tirik, wir gehen shoppen. Keine Sorge. Stadtgarnison Seehafen. Nein. Da waren die Tränke, da waren die Zauber. Da war der Inquisitor, das müssen wir auch noch machen. Blauer Gigolo. Experte Ausdauer. Oh, warte mal. Dum, 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 dum. Genau hier. Experte für Ausdauer. Yalin, sehr schön. Experte fürs Ausweichen? Keiner. Schade. Tränke kaufen. Rüstungshändler. War der nur im Zwergengebiet, richtig? Nicht hier im öffentlichen, menschlichen. Ich würde gerne wissen, was für ein Name da steht. Nicht, dass das unser Hua-Typ ist, der Bandit oder der Händler, der bei uns mitkommen wollte und 25% haben wollte. Weswegen er sehr gut ein Bandit sein könnte. Na gut, Tränke kaufen. Tränke kaufen, Zwergenrüstungshändler aufsuchen. Gucken, was er zu verkaufen hat. Ja, und dann weiß ich auch noch nicht. Handeln. Wir hätten gerne deine mittleren Zaubertränke. Alle. Wir hätten gerne deine großen Zaubertränke. Alle. Wir haben only 3er Rüstungswert, warte mal. Widerstand gegen. Besser als das da. Verkaufen. Auferweckung Gruppe heilen. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber Gruppe heilen. Regeneriert sofort 120 bis 160 Lebenskraft bei allen Gruppenmitgliedern. Der ist gekauft. Das ist unser Panikbutton. Auferweckung. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber Auferweckung. Gekauft. Lebenstränke haben wir. Ja, gut. Ja, bei uns hapert es echt immer nur den Mana-Tränken. Raus. Also es hapert nur den Mana-Tränken, weil wir halt eine zauberlastige Gruppe sind. Du hattest nichts mehr. Ne, okay. Rüstungshändler. Wir müssen jetzt ein wenig investieren, um mehr Gold zu machen. Wie bei jedem Spiel. Und im Real Life und überall Geld ausgeben, um Geld zu machen. Und inzwischen sieht es hier auch wesentlich besser aus. Die ganzen Texturen sind wieder okay. Gregors Rüstzeug. Wir hätten gerne eine Reparatur für das eine kaputte Schild. Danke. Experte mit der leichten Rüstung wird Tirik noch nicht sein, hm? Nein. Handeln. Lichtabweisender imperialer Helm des Häckslers. Wenn Tirik ein Kämpfer gewesen wäre, wäre das sein Helm gewesen. Aber ist er nicht. So, Reisestiefel, Baumwollruhe mit 6 Rüstwert. Was habt ihr denn so? 4, aber auch 3 Wahrnehmungen, was nicht so wirklich toll ist für euch. Erdabweisende, Magieabweisende. Ich hätte gerne Roben. Magieabweisender, majestätischer Schild der Magie. Was? Das ist interessant. Aber 10 Rüstwert. 7 gegen alle Magieschulen und 6 Magie. Aber 6000 Gold, das ist Hammer. Imperialer Helm der Vitalität. Fügt dem Nahkampf angreifenden Gegner 5 Schaden zu. Nee. Ich sehe nichts, was jetzt so super toll ist, was wir uns einigermaßen leisten können. Wir bräuchten jetzt echt ein Gebiet, das auf uns zugeschnitten ist, von der Level, vom Levelbereich her, dass wir da ein bisschen Gold machen können. Aber momentan geben wir mehr Gold aus, als wir einnehmen. Was haben wir dann noch in Akt 1?
Wir haben noch den Zyklopen, wir haben noch den Drachen. Aber ich glaube, die sollten wir nicht so wirklich probieren. Wenn wir hier rauskamen, das Gebiet, wo der Essensorg war, also aus der Stadt gleich rechts rum, da könnten wir weiter gucken. Aber ich glaube, da kamen die Schädelmaskentypen. Wir hätten Tirik doch zu einem Takataka-Tirik machen sollen. Wobei er macht mit am meisten Schaden. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, hätte ich kein Paladin, kein Kreuzritter. Obwohl doch, wir hätten Girugon als Kreuzritter, wir hätten hier einen richtigen Kämpfer und dann hätten wir noch zwei Magiebegabte. So. Also, gehen wir das Ganze mal spieltechnisch an. Man kommt aus Akt 1, kommt hierher, geht als allererstes in die Stadt. Umliegend um die Stadt sollte es dann einigermaßen leicht sein. Je weiter man von der Stadt wegkommt, desto schwerer wird es. So ist es bei fast allen Spielen. Macht nicht... Ja doch, macht begrenzt Sinn. Also von wegen, dass die wilden Bestien sich nicht so, so nah an die Stadt rantrauen, weil sie halt sonst umgebracht werden würden. Deswegen gucke ich mich hier jetzt mal um in der Hoffnung, dass hier... Hier waren wir überall schon. Mist. Dass hier leichte Beute ist. Aber hier ist keine leichte Beute mehr. Hier ist nur großes Big Badabum. Nee, okay. Also hier... Oh, warte mal. Zack. Stunde der Kraft. Dunkle Abwendungsaltar, nee. Ich wäre auch halb versucht, mal diesen einen Gegner da auszuprobieren in der Höhle. Aber wie gesagt, ich denke, wenn die in Akt 1 uns schon so auf die Nase hauen können, dann wird es in Akt 2 noch viel schlimmer sein. Mit diesen optionalen Kämpfen. So, da war Aua. Und wir haben seitdem nur einen Stufenaufstieg, also wird es immer noch sehr viel Aua sein. Drängi. Na komm, ich guck mal wieder zum Aua. Vielleicht haben ja ein, zwei Stufen da ein bisschen was gemacht. Okay. There are enemies ahead. Was? Okay. Ihr seid nur Todesritter. Bogenschützen. Schutz, Schutz. Warten, warten. So, du machst kein Gift, du machst Erstgift, wenn alle vier, alle drei da sind. Du machst Schaden auf ihn. Und der ist echt nicht stark, okay. Schaden, Schaden, Schaden. Was zur Hölle war das? Nahkampf- und Fernkampfschaden werden um 30% gesteigert. Gut, Gift. Ritzel. Schild. Feuerball. Girugon betäubt, Girugon nicht mehr betäubt. Und die sind eh gleich alle tot. Ich glaube, hier ist genau das Gebiet, wo wir hin müssen. Weil wir die Typen einfach so im Nahkampf wegprügeln können. Ich teste das mal. Du bist ein Elite-Räuber. Wir hauen dich kaputt. Sehr cool. Ah, endlich wieder ein bisschen Gold machen. Ja, ja. Tob dich aus. Ist okay. Einfach nur sterben. Weiße Flüssigkeit. Das war Wahrnehmung. Aha. Danke, Girugon aus der Vergangenheit, für diesen Tipp an mich, dem Girugon der Gegenwart. Ah, schon wieder ein Elf. Ich fange an, echt eine Antipathie gegenüber den Elfen zu entwickeln. Also nicht nur während ihrer absolut lächerlichen Rüstung, sondern auch, weil sie einfach überall rumstehen. Hallo. Ich bin Monshan, Wart von Irulan. Und sie will mit uns reden über ihre Tätowierung. Nee, für sowas haben wir keine Zeit. Klick. So, also da... Ist das ein Dungeon? Wir können da nicht rein. Was? Das sieht doch so einladend aus. Mit ganz viel Gold drin und so. So. Das könnte schon schwieriger werden wegen ihm da.
Deswegen gehen wir hier um die Ecke und warten. Du machst nichts. Du machst Entschlossenheit. Du machst erstmal nichts. Du machst erstmal nichts. Weil Tirik hätte auch nichts machen sollen, weil die sind noch ein paar Runden weit weg. Warten, warten. Warten, warten, warten. Jetzt könnt ihr zaubern. Schild, Entschlossenheit, das da, das da. Gut, du haust. Okay, die sind jetzt wieder stärker. Gift. Dunkelabwehr. Nee, warte mal, du machst jetzt mal auf unseren schönen... Warum kann ich auf den Magier wechseln? Das ist nicht schön. Ich wollte den Magier auswählen und den Mana-Schwall machen. Nee, das ist das Falsche. Dunkle Abwendung. So, du greifst an. Die Waffe von Girugon ist abgenutzt. Oh, das kommt jetzt aber ganz schön häufig. Für unsere Fälle jedenfalls. Erst Schild kaputt, jetzt Waffe kaputt. Also ist definitiv nicht verpackt. So, du machst eine Regeneration. Du machst eine Ritzel. So, drei Gegner auf einem Feld. Wir dürfen uns trotzdem nicht aussuchen, wen wir angreifen. Du machst Schild. Du trinkst einen Zaubertrank. Wir hätten schlafen sollen, bevor wir hier... Na gut. Hätte, wenn und aber. Alles nur Gelaber. Zack. Psycho. Du Hau. Du Feuerball. Du Gift. Weil es mal eben 94 Schaden bei denen macht. Luft. Luft ist echt nicht so toll. Du machst Regeneration. Du hast irgendwas anderes Tolles. So wirklich, ne? Naja. Ja, es summiert sich. Das sind so 30, 40 Schadenspunkte. Du haust. Du feuerballst. Du bist ein ganz schön großer Hund. So, du haust. Du feuerballst. Ein Tod. Du brauchst Mana-Trank. Du... machst direkt Schaden und machst dann gar keinen Schaden. Du haust, du feuerballst. Gift tickert noch durch. Regeneration tickert noch durch. Du furzelst. Ja, machst bei ihm gar keinen Schaden. Gegen den Dunkelabwendungsaltar. Der hat sich wirklich gelohnt. Weg mit dir. Komm schon. Komm schon. Oh, das war falsch. So, er ist kaputt. Dich hauen wir auch so nieder, weil du machst keinen Schaden. Oh, der Wolf passt jetzt mit drauf. Okay. Du bist ein Boss. Du bist groß. Du bist erzürnt. Du trink einen Trank. Du. Wir brauchen kleine Tränke. Du trink einen Trank. Du vergiftest mal den Boss. Oh. Bosse können nicht gegiftet werden. Gut, das hätten wir auch geklärt. Wow. Du. Da. Du Regeneration. Du brauchst das da. Au. Okay, du machst ein neues Schild. Du machst das. Du machst das, damit er hochgeheilt wird. Du... Können wir jetzt den großen Hund auswählen? Nein. Ich will den großen Hund angreifen und nicht dich. Da hätte ich nämlich den schweren Zauber jetzt gesprochen. So, du machst Schild. Du machst Feuer. Kuschel. Ernsthaft? Hallo, Kuschel. Du brauchst den da. Du machst den.
widerstanden. Was? Seht ihr das als Körpermanipulation oder was? Das finde ich jetzt nicht so schön. Du. Angriff. Du trinkst mal einen großen. Gift ging bei dir nicht, geht Wurzeln? Also der Schaden von Wurzeln, ja, der geht durch. Du probierst trotzdem nochmal ganz kurz den da. Nö. Ich hoffe nicht, dass das ein Effekt von Bossen ist. Weil man wird den Spell nur bei Bossen einsetzen. Die halb viele Lebenspunkte haben. Na gut, du. Du musst eigentlich ein Schild zaubern können jede Runde. Das ist nicht gut. Abgewehrt, sehr gut. Du Schild, du Feuer, du Wurzel, du Blitz. Du heil ihn. Kommt echt nicht viel durch. So. Gerogon braucht viel mehr Mana. Also beim nächsten Stufenaufstieg muss er alles auf Geist setzen oder so. Das, oder halt Mystik. Du trink den. Du mach den. Du trink den. Du trink den. Neue Rüstung. Feuer. Regeneration tickt noch einmal. Wurzel. So viel zum Goldmacher. Das Gebiet ist so leicht. Hier können wir richtig schön Gold farmen. Und dann kommt Kuschel. Rüstung ist noch aktiv. Hauen. 30. Ja. Trick ist gleich wieder leer. So ein, zwei Crits zwischendurch wäre nochmal ganz schick. Trick. Trinken größeren. Du. Wurzel. Du regenerier. Du Rüstung. Okay. Na, was kriegen wir denn? Das fangen wir auf. Du mach mal Nahkampfschutz, weil er macht nur Nahkampfangriffe. Du brauchst wieder einen Trank. Und wir haben keine leichten Tränke mehr, also musst du jetzt einen großen trinken. Schön großen Tränke. Oh oh. Du brauchst einen Trank, du wächst sie auf. Talana ist wieder bei Bewusstsein. Talana trinkt mal einen kleinen Trank. Schild, Feuer, Wurzel, Blitz und du musst bald tot sein. Hauen, Feuer, Wurzel, Blitz. Hauen, Feuer, Wurzel. Ja. Menno. Geisteselixier. Steigert den Geist. Geist macht 3 Mana-Punkte. Her damit. Ein Ring. Und eine Wollrobe. 3 Rüstungswert. Nee, doofe Wollrobe, das kann alles weg. Schlafen. Egal, was ich mache, schlafen. So. Dann machen wir ihren Stufenaufstieg. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier bei den Häusern, ob da noch Gegner sind. Wenn keine Gegner da sind, können wir mal gucken, was in den Häusern drin ist. Wenn da noch irgendwo irgendwas rumsteht, dann gehe ich woanders hin und versuche da mein Glück.